Ein Stück Holz. Mal gucken, was draus wird. Drechseln. Aus eckig wird so rund. Das macht Herr Schlegel. Das Holz wird gedreht und dann mit einem Werkzeug bearbeitet. So geformt, wie man es haben will. Dann durch die Mitte noch ein Loch. Schleifen und polieren. Jetzt werden noch Löcher reingemacht. Naja, ihr werdet schon geraten haben, oder? Das wird eine Blockflöte. Fehlen noch die Griffmulden, damit die Finger die Löcher auch gut verschließen können. Noch ein Korkband zum Abdichten, damit die Luft nur durch die Flöte geht. Kleben und festklemmen. Tja, das ist das Unterteil der Flöte, das mit den Löchern. Den Kopf der Blockflöte könnte Herr Schlegel jetzt auch noch machen. Aber seit kurzem gibt's eine ganz neue Methode. Dazu geht's erstmal ins Sägewerk. Dort fallen jede Menge Späne und Holzschnitzel an. Links die Holzschnitzel, rechts die Sägespäne. Das ist aber kein Abfall. Da kann man noch jede Menge draus machen. Die Holzschnitzel kommen jetzt in eine Fabrik, eine Zellulosefabrik. Da werden sie gekocht unter Hochdruck. Kann man leider nicht sehen, darum machen wir es mal mit dem Kochtopf nach. Heraus kommt so ein Brei. Der besteht aus Zellulose und Lignin, dem Holzstoff. Aus der Zellulose wird Papier gemacht, Windeln, alles Mögliche. Mit dem Lignin geht's bei uns jetzt weiter. In dieser Fabrik hat Christoph sich das mal angeguckt. Da ist das Lignin. Das wird jetzt gemischt. Mit feinem Sägemehl. Und hier in der Mitte kommt noch ein Mehl aus Pflanzen dazu. Was das genau für ein Mehl ist, ist geheim. Das wollten uns die Leute nicht verraten. Herr Hofmann zeigt Christoph, wie es weitergeht. Da kommt das Pulvergemisch runter. Und da drin wird es erhitzt und schmilzt. Da wird die überflüssige Feuchtigkeit noch abgesaugt. Und auf der anderen Seite kommen solche Würste raus. Die müssen erstmal abkühlen, damit sie fester werden und trocknen. Deshalb packt Herr Hofmann die jetzt und zieht sie über eine lange Bahn. Hier werden sie dann in diese Maschine eingefädelt und weitergezogen. Jetzt müssen die Fäden noch ausgerichtet werden, damit sie schön nebeneinander laufen und nicht zusammenkleben. Das ist jetzt ein neuer Kunststoff. Ein Kunststoff aus Holz. Hier werden die langen Fäden dann in kleine Stücke gehackt. Und was rauskommt, ist dieses Granulat. Aus Granulat werden ganz viele Sachen aus Kunststoff gemacht. Das geht zum Beispiel mit so einer Maschine. Eine Spritzgussmaschine ist das. Da drin wird das Granulat wieder heiß gemacht und wird flüssig. Dann kann man den Kunststoff aus Holz in Formen spritzen. Und was kommt dann hier raus? Genau, das sieht aus wie das Mundstück von der Blockflöte. Flöten geht aber noch nicht. Da fehlt noch was. So ein Teil. Das wird auch aus Spritzguss gemacht. Und? Passt.
Und nun? Flötet's. Aber nicht wirklich schön? Herr Schlegel, unser Flötenbauer, der muss noch ein bisschen dran feilen. Und dann gibt's ja auch noch das Unterteil mit den Löchern, das er auf die ganz alte Art gemacht hat. Die beiden Teile passen wunderbar zusammen, auch wenn sie ganz unterschiedlich gemacht wurden. Und, wie klingt sie jetzt? Naja, vielleicht liegt's doch eher an Christoph als an der Flöte, hm? Thomas, der Sohn von Herrn Schlegel, der kann gut Flöte spielen. Das klingt doch schon ganz anders. Holz und Kunststoff aus Holz.